Liebe Stifterinnen und Stifter, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zum 12. Mal findet in diesem Jahr der Berliner Stiftungstag statt. Dazu begrüße ich Sie alle sehr herzlich. Als Schirmherr und Förderer dieser Veranstaltung freue ich mich sehr über Ihre Teilnahme. Dieser Tag steht ganz im Zeichen des wichtigen Engagements von gemeinnützigen Stiftungen und der dahinterstehenden Menschen. Sie sind tragende Säulen einer engagierten, aktiven und demokratischen Zivilgesellschaft. Heute möchte ich mich deshalb bei all jenen von Herzen bedanken, die sich als Stifterinnen und Stifter für unser Zusammenleben einbringen. Ihr Einsatz verdient große Anerkennung. Der Berliner Stiftungstag ist eine besondere Plattform für die Stiftungen in unserer Stadt. Er fördert die Sichtbarkeit ihres Engagements und er stärkt den Austausch untereinander. Deshalb ist es mir ein wichtiges Anliegen, ihn auch in diesem Jahr zu unterstützen. Für den Berliner Senat sind gemeinnützige Stiftungen wichtige Antreiber einer aktiven Stadtgesellschaft, zum Beispiel mit Blick auf Bildung und Wissenschaft, aber auch in vielen anderen Themenfeldern. Die Senatsverwaltung für Finanzen und für Justiz bieten deshalb Stiftungen und potenziellen Stifterinnen und Stiftern schon seit vielen Jahren professionelle Beratung und Informationen, Unterstützung an. In Berlin zeigen wir somit nicht nur am heutigen Tag, Stiftungen sind bei uns willkommen und sie erfahren hier vielfältige Unterstützung. Das Motto dieses 12. Berliner Stiftungstages lautet: Zivilgesellschaft gestalten wir. Stiftungen und Stiftungsengagement in Krisenzeiten. Damit spiegelt der Stiftungstag das Selbstbewusstsein wider, das unsere Stadtgesellschaft und die Stiftungen in Berlin zu Recht haben. Und gleichzeitig macht er darauf aufmerksam, dass es gerade jetzt auf dieses Engagement jedes und jeder Einzelnen ankommt. Denn Krisen trotzen wir am besten gemeinsam. Die Corona-Pandemie hat nicht zuletzt das bürgerschaftliche Engagement vor große Herausforderungen gestellt. Sei es beim Austausch untereinander oder der Organisation von konkreten Hilfen. Aber was den Stiftungsstandort Berlin betrifft, können wir uns auch in diesem Jahr über gute Nachrichten freuen. Die Zahl der anerkannten gemeinnützigen Stiftungen in unserer Stadt ist erneut gestiegen. Über 1000 Stiftungen sind in Berlin mittlerweile zu Hause. Gerade in dieser Zeit steht jede einzelne Gründung für Mut, Aufbruchgeist und den Willen, gemeinsam ein gutes Zusammenleben zu gestalten. Das sind sehr wichtige Signale für unsere Stadt. Diese vitale Stiftungslandschaft passt auch zu dem Titel der europäischen Freiwilligenhauptstadt, den Berlin in diesem Jahr tragen darf. Viele Stiftungen tragen mit ihrem großen Einsatz zu der starken und selbstbewussten Zivilgesellschaft in unserer Stadt sowie auch zu grenzüberschreitenden Austausch in Deutschland und Europa bei. Gerade auch in der Corona-Pandemie haben wir nochmals erfahren, welche wichtige Rolle bürgerschaftlichem Engagement in unserer Gesellschaft zukommt. Es stärkt sozialen Zusammenhalt und ist unverzichtbarer Bestandteil einer gut funktionierenden, lebendigen und wehrhaften Demokratie. Ich freue mich, wenn viele Stiftungen, etablierte wie neue, auch in den kommenden Jahren das bürgerschaftliche Engagement in Berlin stärken. In den letzten Monaten konnten wir im Kampf gegen die Pandemie viele wichtige Erfolge erzielen. Der Berliner Stiftungstag findet dennoch auch in diesem Jahr in einem digitalen Format statt. Mein besonderer Dank gilt der Landesfreiwilligenagentur Berlin, die es einmal mehr geschafft hat, trotz vieler Unwägbarkeiten ein interessantes Programm anzubieten. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude, Inspiration und gute Gespräche beim diesjährigen Berliner Stiftungstag mit vielen neuen Ideen und Anregungen für Ihre wichtige Arbeit. Alles Gute!